gerade erst aufgewacht und doch schon wieder so müde. Der kleine Bonobo-Junge ist mit seinen zarten 5 Wochen derzeit das jüngste Affenbaby im Leipziger Zoo. Wie ein Menschenbaby ist der Knirps noch voll und ganz auf seine Mama angewiesen. Schlafen und sich tragen lassen stehen im Moment hoch im Kurs. Schon deutlich eigenständiger ist der kleine Kasai, das zweite Baby der Bonobo-Gruppe, das im Januar das Licht der Welt erblickte. Das fängt also schon an, überall zu fassen, auch mal alleine da zu sitzen und bloß noch so leicht an der Mutter anlehnt und schon mal, also es geht nicht von der Mutter weg, aber es sitzt schon mit auf dem Boden. Es macht die ersten Versuche an Gitter mal, sich festzuhalten, mal hochzuklettern und sowas. Das geht dann ziemlich schnell. Ausgewachsen sind Bonobos mit etwa 10 bis 12 Jahren. Etwa 4 Jahre trinken die Kleinen Milch bei ihrer Mutter. Erst wenn die Mama erneut schwanger ist, wird das Baby abgestillt. Dabei gibt es mitunter so einige Querelen. Das ist dann immer so eine Sache, wo es also doch schon mal so das eine Geweine und Tränen wahrscheinlich gibt. So. Wenn man das jetzt mal mit Mensch vergleicht, also das ganz einfach die Mutter die Brust verwehrt. Aber so weit ist es noch lange nicht. Erstmal können die Winzlinge ihre Kindheit und die Narrenfreiheit in der Gruppe genießen. Auch die Kleinsten dürfen schon raus in die Außenanlage, aber nur bei gutem Wetter, sonst droht dem Bonobo-Näschen ein Schnupfen. Bisher läuft bei der Entwicklung der Babys jedenfalls alles bestens. Wir sind sehr zufrieden erstmal so, wie es läuft und nur hoffen wir, dass bald natürlich jetzt die ersten Schritte von den Babys gemacht werden. Und das passiert genau wie bei uns Menschen unter den argwöhnischen Augen der Mama. So wird's im Affengehege garantiert nicht langweilig.